Können wir jetzt reden? Ich kann's erst jetzt. So ist der Fluch. Ich muss beißen, kratzen, zerfleischen. Bis zum Umfallen. Du hast Zeit, bis mein Blut versiegt und ich zurückkehre. Hör zu. Brich den Fluch. Befrei mich endlich. Ich werde dich belohnen. Es macht also keinen Spaß, ein Werwolf zu sein? Es ist furchtbar. Nicht der Garten, an den ich gebunden bin, sondern der Hunger. Was immer ich verschlinge, wird zu Asche. Ich kann nichts fressen, nichts trinken. Und doch lebe ich und streife umher. Der Hunger ist schrecklich. Ich fresse mein eigenes Fleisch. Aber der kleinste Bissen brennt in der Kehle. Klassischer kann kein Fluch sein. Das würde erklären, warum die Leichen alle unberührt waren. Hilf! Sonst komme ich zurück und reiß dich in Stücke! Ich sehe mal, was ich machen lässt. Geh und sieh! Ich rate dir gut! Wenn ich mich recht entsinne, ein Chickmutter hätte ich jetzt gerne. Nein, hallo, bist du bescheuert, hallo. Mal sehen, ob es einfach geht. Morgvak, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche? Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Sagtest du etwas von einer Belohnung? Geplündert. Geflattert, getrunken. Mit einer Ausnahme. Echter Schatz. Versteckt. Dein... Wenn du mir hilfst. Das Gespräch ermüdet mich. Kein Interesse. Was hast du vor? Meinen Beruf ausüben. Problem, er kommt wieder. Unberührt, nichts gefressen. Morgvak verschlingt seine Opfer nicht. Merkwürdig.
Werwolffleisch. Gut, und dann gucken wir mal auf R. Zeig mir, was du zu bieten hast. Nicht schon wieder. Kannst du dem ein Ende machen? Erlöse mich! Jetzt. Versuch mal das hier. Müsste den Fluch brechen. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Tja. Entspann dich. Das hier ist was anderes. Es funktioniert. Wehe, wenn nicht. Ich zerreiß dich. Zerfetz dich. Ja, komm mit. Was? Was hast du getan? Das war dein eigenes Fleisch. Das lässt der Fluch nicht zu, soweit ich weiß. Hurensohn! Lass mich betrogen, Schwindler! Was hat meine Mutter eigentlich immer zu tun? Kaum. Wolltest du nicht, dass ich den Fluch breche? Na bitte. So. Menschenblut. Viel Blut. Muss eine tiefe Wunde gewesen sein. Ich hab den Schlüssel immer noch nicht. Ich muss den Schlüssel haben. Ja! Perfect, no.
müde langsam. Ich bin ja was, Enkel. Ja, was heißt müde? Ich will K.O. Ein Mörder. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwark, ich habe noch ein paar Fragen. Eigentlich nicht. Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwark ist erledigt, für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er nur rum und verführt Gute die Mädels. Mutter. Sollte vielleicht auch nicht um den Gegenwänderin. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen. Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Ceres. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, sie war hier. Wo ist sie jetzt? Was? Ceres. Wo ist Ceres? Weiß nicht, keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Ich suche Ceres. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich hoffe, dass sie ins Dorf gegangen ist. Sie hat uns lange nicht mehr besucht und wollte mit unseren Leuten sprechen, aber... Aber? Ich befürchte, dass sie zu dem alten Familiensitz von Jarl Udalric gegangen ist. Ich wollte es ihr ausreden. Der Brokwa-Clan will etwas vor Ankret verstecken? Nein, darum geht es nicht. Die Leute sagen, das Haus sei verflucht. Toll. Ich liebe Geisterhäuser. Warum ist Ceres dorthin gegangen? Sie hatte vorher ein langes Gespräch mit dem Jarl. Sie wollte ihm wohl helfen. Wobei? Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Ein vielversprechender Anfang. Erinnerst du dich noch an den Sturm in der Oldsbucht? Ja, als wäre es gestern gewesen. Aufgrund viel über Bord und wäre fast ertrunken. Udalric ist in die Wellen gesprungen und hat ihn gerettet. Du
Tauchst du aus die Visage ein und rennst dann hier einfach so rum? Hemgal, wach über den Clan Thyssen. Go, Kennedy, go! Mit Mine nach dem Schnee. Jetzt wird's. Frische Fußspuren. Hier stimmt was ganz los. Ich kann an Game of Thrones denken. Winter is coming. Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalric geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalric helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte es... Hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalrics Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalric zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalric und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalric. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend. Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Die Fahrt ist wohl nicht gut ausgegangen. Richtig. Es gab einen Unfall. Unfall. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände... Er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Wie kommst du? Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki.
Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjort gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjort falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokwa geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Ja, später. Welchen ersten Fall? Ja, speichere schnell. Gut. Willst du mich verarschen? Gut, doch. So, jetzt wird es was essen. Und dann vielleicht weiterspielen.